Oder danke dir, wenn du einmal alles wegmachst. Man bekommt schon was, echt. Dann räum mal alles weg. Und da seht ihr, was die Formulierung ausmacht. Man bekommt da doch was, oder probier's doch einfach mal. Geil! Leute, die Young als Lügner darstellen, nicht geil. Ich weiß, es ist nicht böse gemeint, aber überlegt euch mal, wie ihr euch fühlen würdet, wenn man euch als Lügner bezeichnen würde. Es ist ja nicht so, dass Jan mich jetzt angelogen hat. Er wusste es einfach nur nicht mehr. Das ist halt ein riesiger Unterschied, ob man irgendwas einfach nicht mehr richtig im Kopf hat oder ob man bewusst irgendwas verschweigt. Also ich weiß nicht, ich glaube, Jan ist das ziemlich egal, aber mich triggert sowas hart. Der eine, den habe ich noch in der Hand. Oh. Ohoho! Ich hätte nicht gedacht, dass du das für mich tun würdest. Das war wirklich nur als Witz gemeint. Ich muss mich irgendwie bei dir revanchieren. Komm rein. Mit oder ohne Stein? Oh. Ohne. Yay! Money! Das ist nett. Als ein meiner Dankbarkeit. Ja, na los, nimm schon. Hab schon. Ja. Ich wollte den Stein mitnehmen. Mein Companion Cube. Oh, die sind wirklich alle dann weg. Das ist cool. Muss ich nicht mehr. So. Oh! Ich vergesse immer, dass ich vor denen nicht in die Wand kann. So, was ist denn jetzt hier unten noch? Außer diese überaus aggressiven Raben. So. Erzhändler und der Todesberg. Das heißt, ich könnte jetzt auch hier einfach rein. Ich frage mich gerade, ob das hier der Weg zu Heras Turm ist und ich da auch nur hingekommen wäre mit den Kraftarmbändern und ich mir damit jetzt quasi aus Versehen schon den Weg zum nächsten Dungeon auch noch mit freigeschaltet habe. Aber die kann ich immer noch nicht anheben, die fetten. Aber die kleinen zumindest. Oh, das hat den irgendwie nicht viel ausgemacht. War doch nicht getroffen. Ach so. Also das wäre irgendwie witzig. Hallo? Das ist so meine Art und Weise, mich in Zelda fortzubewegen. Einfach die ganze Zeit mein Schwert schwingen. Irgendwas werde ich schon treffen. Hallo? Bitte gehen Sie nicht weg. Das ist ein ganz schön langer Weg hier. Ist das wirklich der Weg zu Heras Turm? Okay. Ist wirklich der Weg dahin, oder? Scheiße, Mann. Bedeutet, ich habe quasi für einen Dungeon, also ich habe einen Wasser-Dungeon, beziehungsweise eigentlich ist es ja ein Wind-Dungeon offiziell, aber einen Dungeon auf dem Wasser zumindest, wo ich die Schwimmflossen für brauchte, also so ein bisschen Sora-mäßig, und einen Dungeon quasi im Gebiet der Goronen, könnte man jetzt meinen, wo ich die Kraftarmbänder für brauchte, was irgendwie auch so typisch Goronen irgendwie ist. Dementsprechend irgendwie total gegensätzlich. Wo ist die Vollmilch? Ich wusste bis gerade gar nicht, dass es der Weg zum Dungeon ist. Ich wollte auch gar nicht zum Dungeon. Kommt mir nicht mit der scheiß Milch. Ich wollte da nicht hin. Das war ein Unfall. Okay? Das war nicht meine Intention, hier hinzulaufen. Ich gehe auch nicht in Heras Turm. Ich gehe erst in den anderen Dungeon rein. Ich dachte, das ist einfach nur eine normale Höhle. Ich wusste nicht, dass das tatsächlich der Weg zum nächsten Dungeon vermutlich ist. Aber gut, haben wir das schon mal geklärt. dann gehe ich zurück nach Kakariko erstmal. Aber dann habe ich zumindest den Weg zum nächsten Dungeon schon mal freigeschaltet. Vermutlich. Sieht aber ganz stark danach aus, weil vor allen Dingen auch die Cutscene halt kam. Nein, alles gut. Ist ja nett, dass ihr mich an die Milch erinnert. Weil ich könnte das auch ganz flott mal wieder vergessen. Nur in dem Fall, wie gesagt, war es ja überhaupt nicht geplant, dass ich dann plötzlich, das waren kleine Steine, da den Dungeon freigeschaltet habe. Aber ist eigentlich ganz cool, dann müssen wir beim nächsten Mal nämlich nicht suchen.
Also du findest die Höhle nicht mehr wieder. Das mag sein. Vielleicht sollte ich sie auch nochmal markieren. In einer anderen Farbe dann nochmal. Ja. Diese Schlangen sind auch ein bisschen nervig. So. Wenigstens waren es keine Spinnen. Das war da, oder? Hier? Mhm. Okay. Da haben wir das auch. Aber ich meine, das ist eigentlich immer ganz cool, wenn du random am Erkunden irgendwie dann sowas findest. Aber bei der Skala von 1 bis 10, wie groß war eigentlich dein Smugface, als ich zufälligerweise da reingerannt bin? In die Höhle. Zu dem Händler, was mich quasi storybedingt weiterbringt. Ich wusste nicht mehr, dass er dir die Krafthandschuhe gibt. Und ich war mir zuerst nicht sicher, dass er es ist oder so, ob es woanders war. Ach so. Ich denke immer so mal an das Spiel. Kennt es das mit Sicherheit voll witzig zu sehen, wie ich da quasi aus Versehen reinstolpere in was Wichtiges. Luigi, Dankeschön für 17 Monate Treue. Oh, ist ein Herztoll drin. Ja, stimmt, das habe ich von unten gesehen, klar. Nice. Direkt einen neuen Herzcontainer gegönnt. Das heißt, dann kann ich den Pin hier auch wegpacken. Schwupp. Dann lass mich kurz überlegen. Der Rest ist ja... Ja stimmt, zum Herzteil komme ich jetzt hier auch. Bei dem Schloss. Bei der Kirche war ich immer noch nicht. Wisst ihr, ich habe mich so abgequält, an dieses Herzteil beim Schloss dran zu kommen mit all meinen guten Ideen. Und dann sowas. Bedeutet... Da ist ein Maimai auf dem Baum gewesen. Da ist die. Was habe ich hier über Kakariko noch markiert? Einen großen Stein. Einen großen Stein. Okay. Da wäre jetzt die Kirche, da könnten wir mal hin und Schloss Hyrule. Da unten. Da habe ich. Ich glaube, das untere von beiden war auch ein Eingang. Der war aber, glaube ich, auch von großen Felsen versperrt. Was ist das andere, was ich markiert habe? Die Höhle, durch die du schon gegangen bist. Achso, dann kann das weg. Sag mir das doch einer. Und hier hatte ich einmal den Feenbrunnen, wo ich nicht genau weiß, wie ich weitermachen muss, und den Renntypi. Bedeutet, da unten muss ich eigentlich trotzdem nicht nochmal hin. Also... Und was habe ich oben im Wald noch markiert gehabt? Den großen Felsen und Mai Mai. Ah ja. Gut, dass du das alles weißt. Wenigstens einer hier. Also Schloss Hyrule und Kirche. Richtig? Mhm. Wetterhahn? Lass mich. Ja, ich verstehe auch langsam, warum der Typ im letzten Stream seine Karte so hart zerlöchert hat. Das ist aber auch praktisch. Hier auch noch ein riesiger Felsen. Ich meine, meine sieht... Also dafür, dass ich ja eigentlich jetzt schon einiges geholt habe und ja immer noch 10 Pins übrig habe, der Busch hat mich aufgehalten, habe ich halt trotzdem schon echt viel markiert. Beachtet mich gar nicht. Alles, da kann ich auch gleich lang. Ich bin nur Tourist. Ich sagte, ich bin Tourist! Yay. Ach stimmt, die Frucht... Nee, ich habe gar nicht die eine Höhle markiert. Ich habe die Fluchtfrucht markiert gehabt da unten. Die war woanders. Also auch da in dem Gebiet, aber ein bisschen weiter anders. Aber habe ich die nicht auch markiert da unten? Aber da müssen wir auch noch hin. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Total vergessen, die komische Frucht. Da müssen wir also auch nochmal hin. Aber das können wir ja nach der Kirche dann machen. So... Das heißt, der kann weg. Wenn ich mir ab und zu übrigens so ein bisschen stehen bleibe, dann liegt das daran, dass ich so ein bisschen an meiner Nase und meinen Augen rumreibe, weil Allergie ist heute irgendwie strong. Eventuell liegt das daran, dass die dumme Birke vor unserem Fenster blüht und wir vorhin gelüftet haben. Wo bin ich hier eigentlich? War ich hier schon mal? Ja. Da ist auch wieder ein Mai Mai, wo ich nicht dran komme, glaube ich. No. Mai Mai. Okay, dann wollte ich zur Kirche. Also einmal oben raus.
echt mal, kann die Birke mich nicht einfach mal in Ruhe lassen? Weiß auch nicht. Eigentlich bin ich ja jetzt nicht rausgegangen, aber irgendwie merke ich das gerade schon extrem. Aber da muss man durch. Surprise Attack! Der hat dich verloren. Ja. Dann ging es nur wieder ins Wasser. Ja, heute war echt schönes Wetter. Das stimmt. Es soll ja nächste Woche wieder echt kalt werden teilweise. Oh, ich hätte nicht zurückrennen sollen. Okay. Ich wollte nur kurz von der Biene weg, um meinen Kescher rauszuholen. Vielleicht sollte ich den einfach lieber dauerausgerüstet haben. Der Kescher ist wahrscheinlich nicht so viel schwächer als die Bomben. Genau, hier war der Friedhof. Ich guck gerade, ob hier vielleicht noch irgendwo ein Maimai ist, aber nur spontan sehe und höre ich nichts. Nee, es ist das perfekte Wetter, um den Stream zu gucken. Es ist immer perfektes Wetter, um den Stream zu gucken. So viel zum Thema Kescher ausgerüstet lassen. Aber ich vergaß, wie dunkel das hier drin eigentlich ist. So, irgendwo hier hinten war doch noch ein Herzteil. Da. Huch. Da. Hat jetzt jeder verstanden, was ich damit sagen wollte? Da. Aber Hauptsache ich weiß, wo ich potenziell lang möchte, wenn ich mal was sehen würde. Wo geht's denn hier nach oben? Frage ich mich gerade. Ach, da! Da ist die Treppe. Da wäre die Tür. Nee. Da. Gehen sie weg? Da. Da wollte ich eigentlich hin. Hör mal an. Irene kann ich hier drin nicht rufen. Nein. But nobody came. Ja. Alter, zum Glück am Ausgang. Ja, kein Ding. Dann kann ich. Hatte ich das überhaupt markiert? Das da? Ja. Heißt, dann habe ich, glaube ich, erstmal alles, was ich jetzt aktuell machen konnte. Und habe sogar aus Versehen den Weg zu Heras Turm gefunden. Mhm. Dann jetzt noch mit der Frucht, Fluchtfrucht gucken. Da. Ja, sie kann mich nicht hören. Gut, es ist auch ein bisschen eng, vielleicht mit ihrem Besen da reinzufliegen, das gebe ich zu, aber ein Versuch war es wert. Die Frage ist, wo kann man das jetzt kaufen? Der hat es ja offensichtlicherweise nicht. Huch. Deine Visage kenne ich doch. Du hast mich vor der Höhle der Soras fies von der Seite angerempelt. Okay. Welcher war jetzt der Shop? Nein. Nein. Steht nichts dran. Hallo? Ich höre was. Lass mich bitte mal in deinen Garten. Die Sache ist, wenn die Leute ein Klick hören, was du überhörst, sollen die dir das sagen? Ich weiß nicht. Gute Frage. Vielleicht. Aber hier ist kein Klicken. Ich höre das. Aber ich sehe es gerade nicht. Wo ist es denn?
Ich hätte jetzt voll gedacht, es ist hier drin. Es ist ja auch voll laut zu hören, aber ich sehe es irgendwie einfach gerade nicht. Vielleicht fehlt ja noch ein Item dafür. Das kann sein. Also ich denke, es wäre wahrscheinlich schon gar nicht mal so verkehrt, Bescheid zu sagen, wenn ich ein Quieken nicht höre. Beziehungsweise aber zumindest vielleicht mal einen Moment warten. Also nicht so von wegen, ihr hört es sofort und dann sofort schreiben. Ihr müsst mir auch die Gelegenheit lassen, ne? Aber ansonsten... wäre das so im Nachhinein vielleicht gar nicht so verkehrt. Aber gut, da quiekt auf jeden Fall irgendwas. Da ist die Kuba. Wo ist denn der Händler in der Stadt? Jetzt das einzige Haus, was du noch nicht abgesucht hast. Welches? Das oben links. Oh, scheiße, Mann. Weil du direkt rechts daneben erst angefangen hast. Ich hätte nicht gedacht, dass der Händler hier so blöd ist, sich neben dem Händler niederzulassen. Vielleicht ist der andere Händler auch blöd, sich neben dem Händler niederzulassen, der ein Haus hier schon hat. Vielleicht. Da, die Fluchtfrucht. Die nehmen wir einmal mit. Ignorieren wir das schreiende Kind im Hintergrund übrigens, falls ihr das hören solltet. Und dann... Baby Raid! Das Kind ist halt nur traurig, dass es den Zelda-Stream nicht gucken kann. Da wäre ich auch sad. So. Wieso sind überhaupt Kinder draußen? Nein, das sind die Leute, die über uns wohnen mit ihrem Kind. Also, die sind nicht draußen. Das hört man einfach durch die Decke durch. Und die Fenster sind alle zu. Ja. Hallo, Destroyer. Na? Hier war der, oder? Guck mal. Ja. Fluchtfrucht. Habe ich. Ah, da hast du ja eine Fluchtfrucht. Würdest du mir die Fluchtfrucht bitte überlassen? Okay. Danke, danke, tausend Dank. Bitte lass mich hier, dir im Gegenzug das hier geben. Ich habe zumindest 50 Rubine Gewinn gemacht. Mhm. Jetzt brauche ich kein Verlies mehr zu fürchten. Na nun, warum zittert meine Stimme denn so? Anscheinend war es doch keine Fluchtfrucht, die mir gefehlt hat, sondern der Mut. Na, wie dem auch sei, kein Wort zu meiner Frau, ja? Sonst noch was? Oh, seltsam. Was war hier? Knie? Kann ich ihn jetzt erstmal ignorieren? Irgendwie habe ich das Gefühl, er will später mit Sicherheit noch was anderes von mir. Aber für den Moment... lassen wir ihn erstmal. Das war seltsam. Ist einfach zu dir reingeflogen. Bring ich jetzt die Biene eben noch weg? Boah. Ja, ne? Huch, der ist einmal weggeslidet. Huch, huch. Hä? Wie lange stand der schon neben mir? Der war im Gras versteckt. Ach so! Den hast du gerade ausgegraben. Ich war voll verwirrt, wo der plötzlich herkam. Meine Güte, eine Nase. Kann bitte jemand die Birke vom Fenster fällen? Heimlich über Nacht machen. Ja, fährt bestimmt keiner auf. So. Du hast doch nur darauf gewartet, dass du ihn widersprechen kannst, oder? Weil er immer das gleiche sagt. Oh, du bringst mir noch eine Sumse, eine schöne süße Sumse. Hier ist eine Belohnung. Vielen Dank für das alte Sumse, man ist sehr glücklich gemacht. Die Sache ist, wir haben jetzt wieder so viel Geld. Dass es sich ja eigentlich fast gar nicht lohnt, mit so viel Geld in den nächsten Dungeon zu gehen. Außerdem könnte hier ja noch ein Mai Mai versteckt sein. Einfach nochmal alles hier ablaufen. Schönes Schwertduell. Ja. Ding, ding, ding. Boah, dieses Kind im Hintergrund.
Aber ich höre kein Mai Mai. Die hatten keine Lust. Ich dachte kurz, ich hätte eins gehört, aber dann irgendwie doch nicht. Habe ich jetzt eins gehört oder nicht? Ich habe auch eins gehört, gerade kurz. Dachte ich. Dachte ich auch, aber... Dann halt nicht. Mir war halt auch so. Was war mit ihr? Konntest du jetzt mal noch nichts machen. Hm. Vielleicht kannst du jetzt was machen. Ich bin wegen dem Mai Mai verwirrt. Oh. Da, oder? Ich höre das doch ganz leise. Aber wirklich ganz, ganz leise. Aber wo soll das hier sein? In dem Baum? Vielleicht. Ich werde es mal auf der Karte markieren, dass hier potenziell was sein könnte. Weil, wie gesagt, so ganz leise hört man es schon. Aber eigentlich wollte ich Geld beim Hühnerspiel ausgeben, beziehungsweise Jan wollte das Geld beim Hühnerspiel ausgeben. Hä? Wir wissen doch, dass du den wahren Skill hast. Glück. Oh Gott. Bisschen Geld haben wir ja. Ja, hab bestimmt Angst vor den Hühnern und dementsprechend, ja. Hä? Den habe ich nicht gesehen. Wurde sich getarnt hinter dem Fetten einfach, oder was? Passiert schon mal, ja. Das war nicht der erste Versuch. Das hier ist eigentlich der erste Versuch. Du bist schon besser als gerade. Ich wurde schon da festgehalten in der Ecke. Ich wollte nur eben 300 Rubine aus dem Fenster schmeißen. Was, 300? Ja. Weil ich noch dreimal verkacke. So. Wie teuer ist eine Runde? 50 Rubine. Ah, I see. Alter! Das ist schon hart. Das war noch nicht mal die Hälfte. Das stimmt. Die sind schon sehr penetrant, die Hühner. Dö. Großen haben mich gebetet. Stop it, Spiel! Pack die Fetten wieder ein! Holy shit! Hast du was gegen fette Leute? Der war wirklich, bis bevor er mich getroffen hat, hinter dem einen Dicken. Den konnte man nicht sehen. Ihr wisst schon, warum ich das nicht machen wollte, ne? Keine Sneak-Hühner mehr. Was? Was? Wo? Niemals. Den habe ich nicht berührt. Meine Güte. You did good. Da brat mir einer einen Tofuschnitzel. Nee, die sind gar nicht so lecker, finde ich. Uff. Nächstes Mal wird's wirklich hart, das verspreche ich dir. Nein. Ich muss ein bisschen Geld wiederbekommen. Krieg ich noch irgendwas? Immerhin.
Mehr brauchst du hier nicht. Okay. Ich sagte ja nur, ich wollte ein bisschen Geld loswerden für den nächsten Dungeon. Das habe ich hiermit offiziell getan. Ich habe gerade überlegt, ob teleportieren... Da wolltest du noch gucken. Wollte ich eigentlich gar nicht. Doch,